Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Herzlich willkommen, meine Lieben. Ich spreche wieder mal in mein großes Mikro und lese vom Buch des Lichts, Band 7. Band 7. Und das heutige Thema ist eben Schutzimpfungen oder die völlige Wirkungslosigkeit von Schutzimpfungen. Nun wissen wir ja bereits, dass Corona ein Etikettenschwindel ist. Das ist einfach Grippe. Und man kann sehr viel Geld damit verdienen, indem man ein neues Virus verkauft und nicht das alte, das man auch nicht bekämpfen konnte. Und meine Lieben, wir kritisieren ja nicht nur, sondern wir sagen auch, wie man die Sache, das Problem lösen kann, ja. Unter anderem, jede virale Krankheit, lehrt das Buch des Lichts, ist einfach eine Folge von mangelnder Hygiene, zunächst mal. Und die Viren kommen dann natürlich, weil die geschwächten Körper der Wesen, auch Tiere, Menschen und so weiter, nicht mehr in der Lage sind, die Gesundheit aufrechtzuerhalten. Das Immunsystem bricht zusammen. Und dann sind die Viren, die zunächst aufbauenden Charakter haben, werden dann zu Zerstörern. Das muss so sein. Das Schwache wird in der Natur sofort beseitigt. Also das in dem Sinne Schwache. Ja? Gut. Und schaut mal, ich habe hier, jetzt kommen Sie alle mit Ihren Viren-Illustrationen. Und da haben wir jede Menge in diesem Buch und die werden auch genau beschrieben. Und Nobelpreiskandidaten wie Alan Cantwell Junior haben Vorworte in meinen Büchern geschrieben, darüber schon vor vielen Jahren. Jetzt wird der Mann so hoch gelobt, ist er ja auch. Ja? Aber man sollte doch einmal sehen, dass das Buch des Lichts eigentlich die Ursprungsschrift war, die all diese Dinge aufgedeckt hat. So, also genug mit diesem Ego-Trip. Entschuldigung. Wir schauen mal, wie das mit Schutzimpfungen aussieht. Zum Beispiel von Säuglingen. Ja? Schutzimpfungen verhindern überhaupt nicht, sagen mehr und mehr Ärzte, Krankheiten von Säuglingen. Sie verursachen mehr Leiden und Todesfälle als jede andere menschliche Aktivität in der gesamten Geschichte des medizinischen Eingreifens. Das muss man einmal sich so sagen lassen. Das ist natürlich wie ein Schlag vor den Kopf für alle, die da an Impfungen glauben und so weiter und an, dass Impfungen irgendwas verhindern können. Das Buch des Lichts lehrt ganz klar, dass Impfungen die Krankheiten am Leben halten. Ja. Nun hören wir von den Medien und von den Gesundheitsbehörden und Ärzten, dass das gar nicht stimmt und dass Impfungen wirken. Aber selbst wenn wir Robert-Koch-Instituten die ganzen Fälle wirklich sehen, dann sehen wir, dass Impfungen die Krankheit am Leben erhalten. Ja? Und darum sucht man jetzt auch so verzweifelt und schnell nach einem Impfstoff für Corona, kann damit Billionen verdienen, kann die Massen kontrollieren, Demonstrationsverbot, das perfekte New World Order Instrument. Na gut, wir wollen aber hier okkult bleiben in dem Sinne vom Buch des Lichts, dass wir die Wahrheit verkünden und die ist okkult, die ist geheim. Okkult im Sinne von geheim. Die Impfstoffliste, die wächst ja immer weiter. Und wie viele werden sich fragen, warum halten Impfungen Krankheiten am Leben? Weil sie das Virus enthalten. Warum denn sonst? Das ist ja die Perversion. Viele sagen, das Virus ist tot, das ist ein getötetes Virus. Nein, Dr. Alan Cantwell Jr. sagt in meinen Interviews mit ihm und in den Büchern, wo er seine Vorworte in meinen Büchern schreibt, inaktiv. Weil wenn das Virus tot wäre, kämen gar keine Antikörper. Es ist inaktiv, ist also wirksam.
Und weil Viren ständig ihre Form verändern, lehrt das Buch des Lichts, kann schon deshalb eine Impfung nicht wirken. Weil es ständig neue Virus. Es ist fast so, als wenn du bedroht wirst von einem Boxer. Der will dich hauen. Und du sagst, oh, jetzt lerne ich Boxen, ich lerne Boxer. Da kommst du, nach einem Jahr wirst du wieder bedroht, da kommt mein Messer. Hast du gelernt, mit dem Messer umzugehen? Oh, nein. Oder ganz einfach, du lernst Boxen und schon in eine Minute später kommt einer, bedroht dich mit dem Messer. Jetzt machst du mit dem Messer. Jetzt kommt einer später und bedroht dich mit der Pistole. Verstehst du, was ich meine? So. Das ist natürlich eine unglückselige Entwicklung, meine Lieben, die da abläuft. Also wie gesagt, die Impfstoffliste wächst weiter und die Regierungen versuchen natürlich, Patente darauf zu bekommen, ja, weil das bringt Geld. Ja. Nicht an gesunden Menschen verdient man, sondern an Kranken. Die Schutzimpfung ist eine nicht zu überschauende Angelegenheit, meine Lieben. Besonders, würde ich mal sagen, in den letzten 2 Jahrzehnten hat man immer mehr erfahren über Nebenwirkungen von Impfungen. Ja? Und man fragt sich, woher kommen die Nebenwirkungen? Zunächst einmal ist die Impfung sowieso, Entschuldigung, das klingt jetzt sehr verschwörerisch, Impfungen wurden erfunden, um die Krankheit am Leben zu erhalten. Und ich habe gezeigt, auch im Buch des Lichts und in anderen Büchern, dass die Erfinder der Impfung, ja, hinterher sich große Schuld zugewiesen haben und gesagt haben, um Gottes Willen, was haben wir da gemacht? Gut, so. Es gibt skeptische Sichtweisen wie von religiösen alternativen Fanatikern und so weiter. Na gut. Ich möchte hier in diesem Vortrag meine Bedenken vorbringen, geleitet durch das Buch des Lichts, gegen diese Anwendung von Schutzimpfungen und bitte verantwortungsvolle Ärzte, das neu zu überdenken. Und ich hoffe, dass die Leser angeregt werden, sich das Buch des Lichts zu kaufen und andere Bücher, die ich geschrieben habe, darum, es ist wohl unnötig zu sagen, und die meisten von euch wissen es bereits, das ist hier keine Buchverkaufsshow, ich nehme kein Geld von meinen Büchern, seit 30 Jahren. Ja. Müsste ich eigentlich ins Guinness-Buch der Rekorde kommen. Ja. So. Die meisten Menschen meinen oder glauben, dass, wenn wir an Pocken denken, an Diphtherie, an Typhus, an Tetanus, an Kinderlähmung, dass diese Sachen durch Schutzimpfung ausgelöscht wurden. Natürlich nicht. Das ist eine, Entschuldigung, wenn ich sage, gemeine Lüge, wenn man sagt, die waren ausgelöscht. Ja. Wenige sind sich bewusst, dass diese und andere Krankheiten bereits vor Jahrhunderten zurückgegangen sind. Wenn ich mir die britische Vereinigung für Wissenschaftsförderung ansehe, dann sind die Fälle von Kinderkrankheiten, Entschuldigung, zwischen 1850, sagen wir mal, und 1940 bereits vor dem Beginn von Schutzimpfungen um 90% zurückgegangen, meine Lieben. Wenn wir schon den Ärzten glauben, dann wollen wir ihnen auch wirklich glauben, ja? Und den richtigen vor allen Dingen. Die Pocken gingen in europäischen Ländern mit und ohne Schutzimpfung zurück. Nein, Schutzimpfung hat sie dann sogar am Leben erhalten. Ja? Und wenn sie zurückgehen, dann war es trotz einer Impfung und nicht wegen einer Impfung. Ja. Tuberkulose. Die sind zurückgegangen in Europa und Amerika ohne Impfung. Beulenpest, Scharlach, ohne Impfprogramm, fast völlig verschwunden gewesen. Wir haben einen kürzlich veröffentlichten Bericht der Weltgesundheitsorganisation, dass die gegenwärtige Abnahme dieser Krankheiten
in vielen Drittweltländern nicht aufgrund von Impfungen oder verbesserter medizinischer Versorgung stattfindet, sondern eben aufgrund der gleichen Faktoren, die den Rückgang im Westen bewirkt haben. Und was war denn das? Verbesserte Standards bei Hygiene, Sanitätseinrichtung, Ernährung und Lebensstandard. Das ist die beste Impfung. Ich wiederhole, Hygiene, Sanitätseinrichtungen und andere Sachen, Lebensstandard und so weiter, sind die beste Möglichkeit, diese Sache in den Griff zu bekommen, ja? Wir können sagen, dass es auch keinen Zusammenhang gibt zwischen nicht geimpften Menschen und Epidemien. In Deutschland werden jedes Jahr etwa 10 Millionen Menschen erkranken an Grippe, etwa 20 bis 30.000 sterben. So. Die meisten sind Geimpfte. Wenn Impfungen helfen würden, dann würden die Geimpften nicht krank werden. Und dann gibt es dann alle möglichen Faden, Entschuldigungen und Erklärungen dafür. So, es gibt also keinen Zusammenhang zwischen nicht geimpften Menschen und Epidemien. Und zur spanischen Grippe habe ich auch einiges geschrieben. Die ist überhaupt erst verbreitet worden durch Impfungen. Ja? Bitte befasst euch mit Buch des Lichts Band 7, wenn ihr euch darüber informieren wollt. Menschen mit niedrigen Titer, sagt der Engländer, also Antikörperwerten, ja, können eine Krankheit abwehren und jene mit hohen Antikörperwerten können sie anziehen. Das heißt, die ganze Antikörpersache wird überhaupt ganz falsch verstanden. Ja. Die geimpften Menschen bekommen die fragliche Krankheit. Sogar bei einer Bevölkerung mit Impfungsrate von 100%. Ich denke da an die australische Wissenschaftlerin Vera Scheibner. Die hat an die 30.000 Seiten medizinische Arbeit über Impfungen untersucht. Und diese mutige Wissenschaftlerin schreibt, Augenblick, ich habe es hier. So. Sie schreibt: Ich habe in keiner einzigen Arbeit etwas gefunden, das zeigen würde, dass in Epidemiesituationen nur nicht geimpfte Kinder die Krankheit bekamen. Sie schreibt: Selbst während Impfungsversuchen bekamen viele Kinder die Krankheit, gegen die sie geimpft worden waren, oft innerhalb weniger Tage. Quelle: Vaccination, 100 years of orthodox research shows that vaccines represent a medical assault on the immune system. Attacke. Also sie sagt, Impfung ist eine Attacke aufs Immunsystem. Naja, das ist natürlich schon bedenklich, ja. Nun sagen die Befürworter der Schutzimpfung, dass es unwahrscheinlich ist, dass ansteckende Krankheiten wie Masern vollständig durch Schutzimpfungsprogramme ausgerottet werden kann und haben begonnen, damit man den Schwindel weiter fortführen kann, weniger pauschale Argumente zu verwenden. Schlau. Ja? Sie sagen, ja, zunächst reduziert der Impfstoff die Schwere der Krankheit. Aber viele Kinderkrankheiten könnten gefährlicher verlaufen, wenn sie später im Leben auftreten, da neue Spielarten der Krankheit als Reaktion auf Impfstoffen aufgetaucht sind. Ich zitiere Dr. Scheibner. Der schreibt: Nicht nur Krankheiten wie Keuchhusten können sowohl geimpfte wie auch nicht geimpfte Kinder ernsthaft betreffen, sondern es gibt eine neue Krankheit, die atypischen Masern, schreibt er. Eine besonders bösartige Form von Masern, die nur geimpfte Kinder angreift und eine beachtliche Sterberate aufweist. Ehre sei dem Buch des Lichts, dass es diese mutigen Wissenschaftler auch zitieren kann und das Wissen verbreiten kann. Nun sagen Befürworter, ja, Impfstoffe sind sicher, ernsthafte Nebeneffekte kommen selten vor.
Kommt selten vor. Das ist eine Lüge. Du sollst nicht lügen. Lügen haben kurze Beine oder lange Nase oder was auch immer. Aber wenn ich zahlreiche medizinische Artikel und Zeitschriften, die ja dann auch gerade in Band 7 und auch, sagen wir mal, Methoden, wie man ein Virus zersprengen kann und so weiter, wird alles hier gebracht. Wenn ich mir die aber anschaue, dann berichten die von gefährlichen Wirkungen und sogar Sterbefällen im direkten Zusammenhang mit einigen Impfstoffen. Ja? Wenn wir uns Anfang der 80er Jahre Eltern und Medizinexperten in den Vereinigten Staaten ansehen, ich habe 10 Jahre in Los Angeles gelebt, da bemerkt man etwas, das hat den Anschein einer Verbindung zwischen sehr schädlichen Auswirkungen auf die Gesundheit, den Tod eingeschlossen, und Impfstoffen. Und Impfstoffen. Und im Laufe der Jahre, bedingt und angeregt und am Leben erhalten durch Impfungen, haben immer mehr Eltern, Ärzte, Regierungsbehörden eine alarmierende Zunahme von Kindern mit Autismus, Lernschwierigkeiten, Aufmerksamkeitsstörungen, Jugenddiabetes, rheumatische Arthritis, plötzlicher Kindestod, ja, Asthma und anderen Krankheitszuständen. Kommt alles durch Impfung. Alles durch Impfung. Da ist natürlich der Satz, Kinderimpfer sind Kinderschänder, den mal ein Arzt ausgesprochen haben soll, ganz schön hart, ja? Um mal so sagen. Lasst uns doch mal geleitet durch das Buch des Lichts einige der auffälligsten Gefahren untersuchen, die mit Impfstoffen in Verbindung gebracht wurden. Nehmen wir Sudden Infant Death Syndrome, SIDS, also plötzlicher Kindstod. Das bezieht sich auf Kinder, die hören plötzlich auf zu atmen. Die sterben aus unergründlichen Situationen, unerklärlich. Meistens treten diese Todesfälle im Alter von 2 bis 6 Monate auf. Ja. Es wird auch Gitterbett oder Wiegetod genannt. Allein in den USA werden jährlich Zehntausende von Säuglingen dadurch getötet. Und in den frühen 80ern haben die Ärzte vermutet, eine Beziehung zwischen SIDS, also Sudden Infant Death Syndrome, und Impfung. Aber da gab es nur noch wenig Forschungsarbeiten. Ja. Und der mutige Dr. Scheibner, das muss man sagen, hat in 86 bahnbrechende Erforschung von SIDS unter Verwendung eines Atmungsüberwachungsgerätes unternommen. Ja, also Wiegeüberwachung auch, in der Wiege das Baby überwacht. Und der hat das Atemmuster oder Atmungsmuster von Babys mittels eines Computers aufgezeichnet, meine Lieben. Und da hat man entdeckt, dass sich beim typischen Kindstod handelt es sich um Sterbefälle, die Babys betreffen, die einem nicht spezifischen Stresssyndrom ausgesetzt sind, hervorgerufen durch irgendeine Verletzung, Gewebe, Organschäden oder schädliche Substanzen. Und dazu gehören Infektionen der oberen Atemwege, Übermüdung oder Impfungen. Somit ist die Impfung nicht die einzige Ursache von SIDS, aber sie schließt daraus, ja, dass es die einzige Hauptursache ist. Weil Impfstoffe zu schweren Atmungsstress bei Säuglingen führen. Die Kinder, die werden, Entschuldigung, wenn ich sage, so geschändet, dass sie schon am Anfang 20 Stiche reinkriegen, die Babys. Also es ist pervers ohne Ende, meine Lieben. So hält man die Menschen krank und so hält man, kann man Geld mitverdienen und man kann sie, wie wir das jetzt bei diesem Corona-Komödie sehen können, man kann sie schön in den Griff bekommen. Bis hin zu Demonstrationsverbot. Und vergessen sind alle anderen Sachen, oh, ich mag den Politiker nicht, oder der ist korrupt, oder der ist pädophil, oder dieses, das. Nee, nee.
jetzt plötzlich sagen alle, oh, das Virus. Ja. Also diese Atmungsüberwachungsgeräte haben das war eine ganz interessante Sache. Japan hat ja das Alter für Schutzimpfungen auf 2 Jahre angehoben, denn die impfen ja schon fast im Bauch das Kind. Das ist ja unglaublich. Ja? Als Japan das Alter für Schutzimpfungen auf 2 Jahre anhob, verschwand der plötzliche Kindstod in dem Lande. Während die Zahl der nachteiligen Reaktionen bei den Zweijährigen gleich blieb oder sich vermehrte. Und Japan hat im Augenblick die niedrigste Sterberate von Säuglingen auf der Welt, gefolgt von Schweden. Ja. In den USA ist die Säuglingssterblichkeit sehr hoch, bedingt, wie viele Ärzte, mutige Ärzte sagen, durch Impfungen. Autismus findet man oft in den Medien. Oh, jetzt kommen die Psychologen und Psychiater und sagen, hat man die vielleicht als Kind misshandelt? Ja, hat man! Durch Impfung! Ja. Obwohl die Kinder aus verschiedenen sozialen und familiären Verhältnissen kommen, sind die Geschichten, die Krankheitsverläufe und Geschichten auf beängstigende Art gleich. Die waren alle gesund, haben sich normal entwickelt, physisch, emotional, mental, bis etwa zu einem Alter von 15 bis 18 Monaten. Und dann haben die Eltern gesagt, waren die Freunde, die fröhlichen Babys waren keine fröhlichen Babys mehr. Als wäre irgendwo, man könnte sagen, ein innerer Funke erloschen. Die hörten auf zu sprechen, gab keinen Augenkontakt mehr, reagierten sehr sensitiv auf Berührung und Lärm, verletzten sich absichtlich. Viele Jugendliche verletzen sich auch heute absichtlich, sie schneiden sich. Wenn sie nichts mehr fühlen können, sie wollen was fühlen. Naja, wenn man die medizinischen Tabellen studiert, das hat das Buch des Lieds gemacht, ich unter Anleitung, erkennt man, dass alle Kinder eine Sache gemeinsam haben. Die waren innerhalb weniger Monate nach dem Erhalt von Mehrfachimpfungen verfallen, zerfallen, zerbrochen. Und diese Fälle wurden ja dokumentiert, meine Lieben, da können wir uns nichts vormachen, ja. Autismus war davor ein seltener Zustand. Einer von 10.000 Säuglingen war betroffen. Jetzt wird Autismus von einem von 100 Kindern diagnostiziert. Gibt natürlich wieder Geld für die Psychologen und Psychiater, die keine Ahnung haben, wo es wirklich herkommt. Bis heute hat die Autismusstörung um über 600% zugenommen. Ja. Und neue Erkrankungen mit Autismus scheinen zuzunehmen, wenn wir also die Statistiken sehen und so weiter. Die ja mit der Wahrheit blöffen. Sagen, ja, nimmt zu. Ja, Autismus nimmt zu. Dann müssen wir noch mehr impfen, damit er der Autismus abnimmt. Entschuldigt, wenn ich manchmal geht mir die Geduld verloren, ja. Autismus, sagt man, hat eine genetische Komponente. Naja. Und man versucht immer, um die Sache rumzuschwurbeln. Wichtig ist, impfen, Impfstoff verkaufen, Geld verdienen. Ja. Ich habe ein Buch geschrieben über Hepatitis B. Da gibt es, Entschuldigung. Wo haben wir das Buch? Weg ist es. Ja, der Mann, der AIDS erschuf. Könnt ihr euch mal anschauen. Auf Amazon oder Kopf Verlag. Da steht drin, dass AIDS im Laboratorium aus Versehen übrigens von einem, der aber missbraucht wurde dafür und so weiter und so weiter. Gut, forget it. Da sollte ich ein Theaterstück machen hier. Dasselbe Stück, das ich in Amerika gespielt habe. Geht mal auf Christian Anders Hollywood. Da haben die gesagt, das können wir nicht machen hier. Unerhört. Der Anders darf es nicht. Gut, okay.
So. Es gibt ja Hepatitis B-infizierte Mütter, die bringen Babys zur Welt, egal ob sie jetzt heroinsüchtig sind oder Krebs haben oder dies und das. Wenn eine Mutter diese Belastung hat, krankheitsmäßig wird es aufs Baby übertragen, meistens. Ja? Im Alter von 6 Monaten haben geimpfte Kinder 190 Milligramm Quecksilber bekommen. Und das Gift hat sich in Körpern angereichert. Ja. Weil Galle hilft ja, den Körper von Giften zu reinigen. Ja. Aber die wird nicht erzeugt unter Kindern von 4 bis 6 Monaten. Und wenn das Quecksilber den kleinen Körper nicht verlassen kann, wandert es ins Gehirn. Die meisten davon werden dann später Politiker, Banker und Priester. Ein kleiner Scherz, muss mir erlaubt sein. Ja. Also Quecksilber reichert sich nicht in einem beliebigen Teil des Gehirns, man braucht da nicht denken. Sondern exakt in dem Bereich, der Autismus betrifft. Also welcher ist es? Wer weiß es? Kleinhirn, Amygdala und Hippocampus. Ja? Naja. Und dass die Zirbeldrüse und die Hypophyse beeinflusst sind, da brauchen wir nun nicht extra noch zu erwähnen, ja? Wir leben in einer geisteskranken Welt, siehst du? In einer geisteskranken Welt regiert von Geisteskranken. Ja, mein Husten kommt von Impfungen auch. Als Kind wurde ich halbtot geimpft und dann wurde ich geboren mit doppelter Lungenentzündung und doppelten Bruch. Naja. Man kam 1999 überein, quecksilberhaltige Konservierungsmittel dann endlich aus den meisten Schutzimpfungen für Kinder zu entfernen. Aber man wollte nicht zugeben, dass es schädlich ist. Um Gottes Willen, nein. Gott in Weiß, der Arzt. Ja? Weil nicht überall ist Quecksilber entzogen, mein Lieben. Da gibt es also ältere Quecksilberbestände, die nicht zurückgezogen wurden von Impfstoffen für Kinder und Erwachsene. Grippe, Diphtherie, Tetanus enthält immer noch Quecksilber. Grippeimpfstoff. Und so wird die Krankheit am Leben gehalten. Und dann benennen wir sie einfach um und sagen Corona. Gut, so. Und wenn Impfungen helfen würden, warum werden immer noch 10 Millionen Menschen erkranken an Grippe? Die meisten sind geimpft. 10 Millionen werden etwa geimpft. Warum sterben 30.000? Jedes Jahr, jedes Jahr. Jetzt sagt man, 5 Tote dort und 2 Tote dort durch Corona. Man benutzt das, man nimmt das Etikett Corona und setzt es nach und nach auf ansteigende Grippefälle und gibt so den Eindruck, dass sich das Ganze rasant vermehrt. Wie es sich jedes Jahr rasant vermehrt, von Grippe eben. Da haben sie kein Demonstrationsverbot gemacht, ja. Das Ganze, kann man so okkult sagen, ist satanisch. So. Also im Allgemeinen ist sich die Allgemeinheit ist sich in der Regel gar nicht bewusst, dass Impfstoffe viele andere giftige Bestandteile erhalten. Aluminium, Ethylenglykol, das wird als Frostschutzmittel verwendet. Als Frostschutzmittel. Das drücken sie in die Babys rein. Formaldehyd, das ist ein krebserregender Stoff, wenn die Leichen eingerieben mitbehandelt. Phenol, Steinkohlenteer ist das. Streptomycin, Glutamate, Neoncin, Gelatin, ach, da ist ja kein. Ja. Das tun die in die Impfstoffe rein, müsst ihr euch mal vorstellen, mein Lieben. Also wenn das keiner Absicht ist, dann weiß ich nicht, was Absicht ist. Da ist doch ein Plan dahinter. Also, wenn ich mir die Statistiken ansehe, Band 7 nimmt dazu Stellung, von 1954 bis 62 allein, das ist lange, wenn wir einen Simian-Virus, der kommt von Affen, haben die enthalten. Und das wurde zum Beispiel mit der Anhäufung von Krebs in Verbindung gebracht.
Ne? Wenn man, das sind Affengedärme, ihr Knallköpfe. Die haben, die spritzen, die nicht haben, die spritzen Kindern zerriebene Affengedärme rein. In dem Nährboden können Viren verunreinigt werden, was den Impfstoff ermöglicht, ja? Unbekannte Viren und Bakterien werden eingeführt, von denen einige Forscher annehmen, bloß nicht sagen, dass sie zu Autoimmunstörungen, die ich bereits erwähnte, führen könnten. Asthma, Arthritis, Diabetes und so weiter. Aber auch chronische Infektionen, Bronchitis, ja, Ohrenentzündung, Grippe. Abnormales Schreien, ständiges Weinen von Säuglingen, welche Eltern kennen das? Ja, Zusammenbrüche, Schocks, Krämpfe, Epilepsie, Entzündung und so weiter und so weiter. Ja. Und da werden verschiedene Teile des Gehirns entzündet. Mehr und mehr wird bekannt, was das Buch des Lichts seit 30 Jahren lehrt. Impfstoffe können einen Angriff auf das unausgereifte Immunsystem bewirken. Der Baby hat ja noch keins. Er ist zwar die Thymusdrüse sehr groß, aber eben noch nicht so in Aktion, ist angreifbar. Und es gibt natürlich auch Fragen über die Gefahren von Krankheiten, gegen die Säuglinge geimpft sind und das Risiko, dass man damit in Berührung kommt. Also das Risiko, Krankheiten zu bekommen, wie Hepatitis B, Kinderlähmung und Keuchhusten, ist in westlichen Ländern extrem niedrig. Ja? Und dazu sind viele Krankheiten auch harmlos. Das Zentrum für Krankheitskontrolle sagt uns, dass in den Jahren von 92 bis 94, gehen wir jetzt zurück auf vergangene Jahr, die Erholungsrate bei Keuchhusten von 99% lag. Man kann leichter Krankheiten wie Masern, Mumps, Röteln bekommen. Aber diese ansteckenden Krankheiten bringen nützliche Folgen für das Reifen des Immunsystems. Sie sind deshalb nicht schädlich. Masern kommen und gehen, kriegt das Kind meistens einmal. Befasst euch bitte mit dem Buch des Lichts, Band 7. Ja? Also Krankheiten sind im Kindesalter sehr harmlos, wenn man das Kind endlich in Ruhe lässt und nicht immer missbraucht mit Impfungen. Es ist absurd, meine Lieben, sich vorzustellen, dass man ansteckende Krankheiten auslöschen kann, die beim Reifen des Immunsystems unserer Kinder eine wichtige Rolle spielen. Die sind wichtig, diese Krankheiten, davon reden die Ärzte nicht. Oh, jemand hat Fieber, geh schnell Fieber runter. Fieber ist eine wichtige Sache. Da fressen die guten Bakterien die bösen auf. Diese Reibung verursacht Wärme, unter anderem. Ja? Wenn wir eine, zum Beispiel, nimmt man diesen gefürchteten Hautausschlag, ja? Eine richtige Entwicklung vom Hautausschlag während ansteckender Krankheiten wie Masern ist ganz wichtig für die Verhütung von Krebs und anderen ernsthaften Krankheiten im späteren Leben. Man entwickelt Antikörper, Immunität. Eine Kinderkrankheit später im Leben zu bekommen, ist viel ernsthafter und die Schutzimpfung ist vielleicht nur für eine kurze Periode wirksam und dann kracht das Ganze durch. Schaut mal. Wenn wir mal die Verschwörungssache außer Acht lassen, dann begann die Schutzimpfung mit dem edlen Traum des Auslöschens von Krankheiten. Ja? Von lebensbedrohenden Krankheiten. Aber dieser Traum basiert auf der Annahme, dass die Ursachen von Krankheiten nur physischer Natur sind. Das Buch des Lichts lehrt, meine Lieben, Krankheiten wurzeln in unserer inneren Natur und können letztlich nur besiegt werden, indem wir unser gesamtes Wesen in Harmonie versetzen, das heißt meditativ, deshalb das Buch des Lichts für Kinder schon. Ja, das ist ganz wichtig, dass ihr das den Kindern schon zeigt, damit die Kinder, das ist das Beste, was man den Kindern antun kann, ist unter anderem, sie mit der
Lehre des Buch des Lichts zu belohnen, zu beschenken, ihnen das vorzulesen. Was ist das Buch des Lichts für Kinder? Also, das hier, ein kleines Büchlein, das die Kinder vorbereiten soll, sich meditativ mit dem Problem auseinanderzusetzen und durch rechtes Wissen. Also Kinderkrankheiten, das Buch des Lichts lehrt auch, die Krankheit ist bereits der Gesundungsprozess, wenn man es ganz normal nimmt. Ja. Denn durch die Krankheit entwickelt der Körper Abwehren gegen die Krankheit. So funktioniert das. Ja. Und die großen Seuchen wie Pest und so weiter sind von selbst zurückgegangen, wenn die hygienischen Verhältnisse sich verbessert hatten. Oder die Seuche erschöpft sich einfach. Ja, schaut mal, wie die damals gelebt haben. Ja, die haben ja die, heute drücken wir auf die Klospülung, früher haben sie es auf die Straße gekippt. Ja. Also, die Ursache von Krankheiten ist eben nicht nur physischer Natur. Was Buch des Lichts lehrt, dass dass Krankheiten unserer inneren Natur ist und Natur dadurch besiegt werden kann, wenn wir harmonisch werden. Harmonisch wird man in einem Loslösungsprozess. Bei den Reizüberflutungen, die die Medien auf die Kinder loslassen, mit diesen ganzen schlimmen Sachen, da kannst du keine Harmonie haben. Stellt mal, und viele werden mit Krankheiten ja schon geboren. Ich bin mit Krankheit geboren. Und auch durch Impfung, ja? Gut, das soll man machen. Aber das muss ja nicht, kann ich ja die Zeit benutzen, ich bin jetzt 75, ich kann immer noch 3 Dachziegel mit dem Kopf durchschlagen, aber das hat ja nichts damit zu tun, ja? Keine Droge, kein Impfstoff, keine andere materielle Substanz kann die Ursache einer Krankheit beenden. Das Buch des Lichts lehrt. Niemand zieht sich irgendeine Krankheit zu, wenn die Keime dieser Krankheit nicht bereits im System befinden. Das heißt, ich habe zum Beispiel, ich weiß, was Lungenkrankheiten verursacht oder Kinder mit Lungenkrankheit geboren. Ich kenne das Karma. Wollte ich hier so hinzuweisen, wenn ihr es wissen wollt, befasst euch mit der Lehre. Das von mir verursacht, nicht von meinen Eltern. Das Kind ist nicht das Produkt seiner Eltern. Das Kind ist das Ergebnis seines Handelns vom vergangenen Leben. Und wenn man gewisse Organe, ich muss mal vorsichtig andeuten, überanstrengt, das heißt nicht, dass man seine Lunge überanstrengt. Nee, das hat andere Wirkungen auch. Ja. Dann wird man eben durch Eltern geboren, die dieser Schwingung entsprechen, gleich zu gleich gesellt sich kann. Man sollte den Eltern danken dafür, dass man das Karma dann ausleben kann. Zum Beispiel ein heroinsüchtig geborenes Kind, das kann doch nicht den Eltern vorwerfen, dass es heroinsüchtig geboren ist. Sondern das war im vergangenen Leben schon drogenabhängig. So funktioniert das, meine Lieben. Also die Wurzeln der Krankheiten sind in der inneren Natur. Und durch die Lehre sollten wir unsere Kinder bereits dazu bringen, die eigene Immunität zu entwickeln. Ja. Was sind denn die Ursachen von Krankheit? Egoismus, Lust, Hass, Zorn. Und das ist ja ganz normal, dass man das... Hört mir jetzt vielleicht jemand zu, der noch nie zornig war? Oh! Der ganze Überlebenskampf, den wir ja haben hier, der verursacht diese Dinge. Darum lehrt ja auch das Buch des Lichts, dass wir gar nicht hierher gehören. Ja? Sondern dahin, wo wir herkommen. Keine Droge, kein Impfstoff, keine andere materielle Substanz kann die Ursache einer Krankheit beenden. Krankheit beruht auf karmischen Ursachen. Und wenn einer, schaut mal, ich war in Sri Lanka, hab dort einen Film gedreht. Hat man mir gesagt, es wäre ein Softporno. Stimmt überhaupt nicht. Es ist ein Film, der zeigt, dass die wahre Liebe siegt. Und da muss man erstmal das Gegenteil davon zeigen. Todesgöttin des Liebescamps. Könnt ihr euch kostenfrei anschauen auf dem Internet. Lanu, Love Camp. Oder Christian Anders, Love Camp.
Todesgöttin des Liebesgöttin. So. Also, Krankheiten sind verursacht. So, da wollte ich jetzt sagen, mit Sri Lanka, da war einer, der hat ein junger Mann, der hat die Leprakranken gewaschen. Ohne Atemmaske oder was? Der hat den ganzen Tag gelacht, der hat keinen Lepra gehabt. Man kann in einer größten Seuche leben, wenn man selber nicht die karmischen Keime hat, angesteckt zu werden, wird man nicht angesteckt. So ist es. Ja. Und aus dem Grund schwächt die Impfung eines gesunden Menschen, sagen wir mit viralen Antitoxinen, die werden ja aus Sekreten scheußlicher Krankheiten gewonnen, ja? Das belastet nicht nur den Körper des gesunden Menschen, sondern sie schafft ihm ein Krankheitskarma. Erst ist das nochmal. Trotz der Bemühungen des Körpers, schützend dagegen zu reagieren, also praktisch schützt sich der Körper gegen die Impfung. Sagen die Impfer, ja, ist ja richtig, da kommen die Antikörper. Kein Virus ist eine Sekunde derselbe. Das heißt, du bist gegen das geimpft und dann kommt das andere Virus und der Antikörper kann überhaupt nichts dagegen machen. Im Gegenteil, der Antikörper vergiftet dann den eigenen Körper. Dich selbst. Ja? Und ferner, muss ich sagen, wird der Körper durch die Impfung wegen der nachfolgenden Schwäche für weitere mögliche Angriffe weiterer Krankheiten anfällig. Ja? Es ist also nach Lehre des Buches des Lichts äußerst zweifelhaft, ob es richtig oder klug ist, Menschen zu diesem Zweck mit ekelhaften Viren, die aus kranken menschlichen oder tierischen Körpern gewonnen werden, mit Eiter und Dings als zu impfen. Das ist ja Perversion pur. Impfungen sind schlimmer als die Krankheit selbst. Impfung dagegen. Sie halten sie am Leben. Ja. Und auch die moderne Forschung muss doch wohl zugeben, dass die Schutzimpfung sehr wohl ernsthafte Krankheiten mit sich bringen kann und auch den Tod verursachen kann. Ja. Und die geimpften Menschen können die Krankheit, gegen die sie geimpft wurden, bekommen. Wie kann man sich also gegen Krankheit schützen? Ja? Freundliches Herz, Verbesserung unseres Charakters, jeden Tag sagen, mögen alle Wesen glücklich sein. Sogar Merkel soll glücklich sein. Möge es ihnen wohlergehen. Mögen sie ihre schlimmen Taten, mögen sie karmisch nicht zu sehr von ihren schlimmen Taten, unter ihren schlimmen Taten leiden. Ja? Und da meditiert man natürlich jeden Tag. Und wenn man schon mal eine Krankheit hat, naja, dann befasst man sich mit der Lehre. Und man schafft sich ein losgelöstes... Ich sage immer, meide die Massen, lehrt das Buch zu lesen. Also dazu werden wir jetzt gezwungen. Meide die Massen. Und man lebt natürlich dann gesund. Man frisst und säuft sich nicht voll. So. Bewegung, Ernährung, persönliche Sauberkeit, sehr klar, Hygiene. Ja? Und wenn du eine Krankheit bekommst, dann ist das eigentlich deine Pflicht, die Gesundheit auf eine möglichst reine und vernünftige Weise wiederherzustellen. Aber, es gibt ein Karma, das man nun mal ausleben muss. Ja? Man kann alles Mögliche tun, um eine Krankheit, aber wenn du mit einem Bein geboren bist, da kannst du dir eine Prothese ranmachen, was weiß ich, aber du bist mit einem Bein geboren. Es gibt Leute, die sind mit Krankheiten geboren und die versuchen verzweifelt, das zu verändern. Sie können Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel sich mit der Lehre befassen, aber auch das Karma ausleben, ohne Neues zu schaffen. Ja? Also und deshalb, wie können wir mit einer Krankheit umgehen, wenn wir bereits eine haben? Ist keine Strafe Gottes oder ein Ergebnis von Pech. Es dient dazu, dir zu sagen, etwas in dir ist nicht harmonisch. Du hast es übertrieben.
im Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken. Und auch wenn man Schmerzen hat und alles, gegen die man natürlich was machen muss, in der täglichen Meditation schafft man einen Loslösungszustand von krankheitsverursachenden Symptomen. Die ganze Welt ist eigentlich eine Krankheit, lehrt das Buch des Lichts. Ja? Alles, was du siehst, ist in einem Zustand der Krankheit. Ja. Und wenn Theosophen sagen, man soll mit der Natur zusammenarbeiten, dann ist das vielleicht ganz gut, aber auch die Natur ist ein einziges Schlachtfeld, ein Leidensozean. Ehre sei dem Buch des Lichts, meine Lieben. Und benutzt die Zeit, um euch mehr und mehr von dem zu lösen, an das ihr vielleicht gehaftet habt. Das wird euch gut tun. Mit anderen Worten, da sei mir noch ein kleines PS erlaubt. Schutzimpfungen sind in Wirklichkeit Schmutzimpfungen. Man impft uns buchstäblich Dreck ein, der entstanden ist aus Affennieren, aus Leichenteilen, aus diesem und jenem, und der vorgibt, uns zu schützen. In Wirklichkeit macht er uns und unsere Kinder und die Babys auch krank. Denkt darüber, macht euch sachkundig, meine Lieben. Macht euch sachkundig. Ja? Da, schau mal. Liebe und Licht. He was young and handsome, but a slave. What a miserable life he had. Until the day the Pharaoh passed by, everybody bowed but the slave. And he looked up right into the Pharaoh's daughter's eyes. And he fell in love, and he fell in love with the daughter of the Pharaoh. And he fell in love, and he fell in love with the daughter of the Pharaoh. Don't love me, don't love me. There's one thing you should know. If you love me, the daughter of the Pharaoh. Oh, daughter, daughter, daughter of the Pharaoh. Daughter, daughter. But he couldn't forget her magic smile and the godly glint in her eyes. And he dreamt he was making love to her in a hot Egyptian night. And suddenly she stood before him, and it was reality, it was not a dream. And she said, please love me, please love me. But one thing you should know, when the night is over, you give your life.
he made love to the daughter of the Pharaoh. And they made love, and they made love until the morning rose. At the end of the night, he gave his life to the daughter of the Pharaoh.